Hey Leute, ehrfürchtig bei der Wasung-Fraktion wird in Phase 2 sehr wichtig werden. Ihr wisst ja, es gab einen massiven Buff in Ashenvale, also einen Ruf-Buff. Wenn ihr die Quest abgibt, die beim Kommandanten droppt, bekommt ihr jetzt nicht 200, sondern 1000 Ruf. Die Quest könnt ihr übrigens einmal pro Woche abgeben. Aber schauen wir uns jetzt mal die Armschienen an, welche wirklich verdammt stark sind und mindestens Pre-Raid Biskier sind. Meines Erachtens ist es auch das Biskier, wird es auch sein. Gut, wir wissen nicht, was den Gnome droppt, aber das sind schon sehr starke Items. Ihr braucht dafür den Ruf ehrfürchtig und das zu farmen ist schon nicht ohne. Bis Respektvoll könnt ihr die Events in Ashenvale machen. Das geht relativ zügig, aber ab Respektvoll bringen euch die PvP-Events keinen Ruf mehr. Nur wenn ihr die wöchentlichen Quests abgibt, die jetzt 1000 Ruf geben anstatt 200. Also ihr habt jetzt 4 Wochen Zeit, gebt die Quests am besten jede Woche einmal ab und ihr habt schon einmal safe 4000 Ruf. Die Abgabe der Quests gibt übrigens auch 2000 EP. Wäre also auch eine Möglichkeit, die am Ende im Questlog zu lassen und in Phase 2 abzugeben. Ansonsten bekommt ihr Ruf ab Respektvoll nur über die Wasungsschlucht und durch die Wasung-Marken, die ihr abgeben könnt. Aber hier ein kleiner Tipp für euch, gebt die Marken noch nicht ab, sondern sammelt so viele wie möglich und gebt die dann erst in Phase 2 ab. Dadurch erhaltet ihr Zusatz-EP bei der Abgabe. Ist jetzt nicht ultra viel EP, aber es müssen glaube ich 500 EP sein, also warum nicht mitnehmen? Außerdem wurde der Ruf um 50 Punkte erhöht, ganz heimlich, still und leise, wenn ihr eine Versorgungskiste abgibt. Ihr bekommt jetzt ca. 500 Ruf anstatt 450. Dass die neue Fraktion in Phase 2 wichtig wird, ist unbestritten. Aber welche Frage noch offen steht, ist, macht es Sinn, die Kisten in der Bank zu parken? Also natürlich erst voll machen und dann in die Bank zu legen, um die dann abzugeben, wenn Phase 2 erscheint, um so einen EP-Vorteil zu haben. Gleich kommt ein heimlicher EP-Boost für Phase 2 für die Dinger, aber weiß man nicht. Blizzard hat schon hin und wieder Änderungen gebracht, welche nicht dokumentiert wurden. Also könnte das hier auch passieren. Aber, Freunde, das ist eine reine Spekulation. Ich werde diese Kisten nicht explizit farmen, nur die, die mir halt über den Weg laufen, voll machen, ab in die Bank. Mehr mache ich da nicht. Ich muss auch nicht als erstes Level 40 erreichen. Ich mache mir da keinen Stress. Ich mache mir da echt einen chilligen. Und macht es auch. Habt Spaß beim Spielen. Das ist das Wichtigste. Aber für die, die wirklich top vorbereitet sein wollen für Phase 2, wäre das eine Überlegung. Also, haut's rein, Freunde. Bis bald.